Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Tutorial, und zwar ein Baking-Tutorial. Und zwar machen wir heute den Death Star Cake aus Star Wars. Und ihr braucht dazu Kuchenteig. Ich habe schon welchen angerührt, das seht ihr gleich. Das ist einfach Schokoteig, ja. Dann braucht ihr noch Butter bzw. Backmargarine für den Teig und zum Auskleiden der Form. Silbernes Fondant bzw. graues Fondant, das ist hier mit so Silberpulver dabei. Ja. Dann braucht ihr noch Streusel zum Partieren, Semmelbrösel zum Auskleiden der Form, eine Tafel Backschokolade für die Ganache und den Teig, ein Backpinsel, dann noch Schlagsahne für die Ganache. Und falls ihr keine runde Backform habt, ballförmige Backformen, weil die sind auch relativ teuer, dann könnt ihr einfach so eine Metallschüssel nehmen. Ich nehme jetzt auch so eine und backe davon zwei und tue die dann einfach aufeinander, dass das dann einen Ball gibt. So, und ich beginne jetzt mit dem fertigen Kuchenteig, indem ich da ein Stück Backschokolade rein rasple und somit den Kuchen saftiger mache und verfeinere. Und den fertigen Kuchenteig macht jetzt in eure Backform oder improvisierte Backform. Und zuerst streichen wir die Backform mit Sanella bzw. Butter aus und bestreuen die klebrige Fläche mit Semmelbrösel. Machen den Kuchenteig dann rein und backen das Ganze für 160 Grad bei Umluft ungefähr 50 Minuten, da es keine richtige Backform ist und es somit länger braucht. In den Kuchenteig macht ihr ganz einfach noch ein bisschen Kakaopulver, ein bisschen Butter, Milch und 4 Eier und verrührt das Ganze dann gut. Backen. Und ich habe in den einen schon ein Loch in der Größe von so einem normalen Kreis. Müsst ihr auch die Größe eures Kuchens anpassen, denn da kommen dann später das Fokusglas für die Superlaserlinse, entschuldige für mein schlechtes Vorwissen, rein. Und ich habe auch schon den Kuchen hier oben mit der Kuchenspitze von dem anderen Kuchen, also man braucht zwei Kuchen, ausgefüllt, damit es rund ist. Weil auf der anderen Seite brauchen wir keine Rundung, das steht ja auf dem Boden. Ja. Und jetzt seht ihr hier diese Linie. Und bis zu dieser Linie müssen wir abschneiden. Allerdings schneidet immer ein bisschen mehr ab, denn mehr ist besser, als wie wenn ihr das jetzt ganz abschneidet und dann geht es nicht mehr. Das heißt, ihr schneidet das vor und dann könnt ihr mit einem Kuchengerät das ganz sauber durchtrennen. So, das natürlich bei beiden Kuchen machen und dann anschließend die beiden Kuchen mit Ganache zusammenkleben, und ich habe noch ein bisschen Kirschmarmelade dazwischen getan, einfach weil es ganz gut schmeckt. Für die Ganache kochen wir jetzt einfach 150 Gramm Sahne auf und machen da 300 Gramm Schokolade rein, verrühren das Ganze, bis es geschmolzen ist, und stellen das dann über Nacht in den Kühlschrank. Das geht auch nicht über Nacht, für ein paar Stunden, aber über Nacht ist immer besser. So, und nun, wenn wir unseren Kuchen gut aufgeklebt haben, werden wir ihn mit Ganache beziehen für das Fondant. Euer silbernes Fondant rollt ihr jetzt erstmal aus und
legt es über euren Kuchen, bedeckt ihn damit ganz und glättet es entweder mit Fondant oder mit einem Fondant-Glätter. Ja. Wenn es dann ans Dekorieren geht, kann ich euch eine Vorlage einfach in die Infobox packen. Da müsst ihr dann einfach Reference Pictures euch angucken und viel Geduld haben und dann den ganzen Kuchen einfach mit einzelnen Platten bedecken und einem essbaren Konditorkleber. Es geht natürlich auch Zuckerguss. Nach einiger wirklich langer Zeit ist unser Death Star Cake fertig. Dann müsst ihr noch anfeuchten und mit Silberpulver besprühen. So, einfach drauf pusten. Und dann haben wir unseren Death Star Cake. Wie ihr sehen könnt, habe ich diese einzelnen Knöpfe da angebracht, indem ich einfach mit einem Zahnstocher Löcher reingemacht habe. Und Zuckerperlen reingedrückt habe mit essbarem Kleber. Ja, und das ist jetzt unser Kuchen. Ich hoffe, euch hat das kleine Baking-Tutorial mal wieder gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut und ciao!